Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Survivor! Achso, und ich muss hier ran. Nee, ist klar. Eine Krankenschwester! Ich muss sabotieren übrigens. Ich muss Haken sabotieren. Mac macht nichts. Versteckt es wahrscheinlich. Achso, da ist Mac. Eins. Ist er nicht? Geh doch weg jetzt. So, Leon wird gejagt. Ich hab schon ein bisschen Ruhe hier. Naja, bis jetzt hat sie noch keinen geschlagen. Bis jetzt hat sie noch keinen aufgehakt. Nichts. Also, das wird bestimmt wieder so eine Baby-Krankenschwester sein. Gegen mich geht das schon. Aber endlich wurde mein Haken gezählt. Na gut, dann machen wir noch eine Runde. Ah, diese Heizmap. Da ich mich null auskenne. Okay, jetzt ist schon jemand verletzt. Schweinchen ist es. Ich sehe gerade dort. Ja, ich müsste mich rumdrehen, ich habe aber gerade keine Lust, mich rumzudrehen. Okay, Claudette wird gejagt. Würde mal frechenshalber hier den Haken sabotieren, einfach weil ich es kann.
bin ich erschrocken. Irgendwann musste ja mal eine umfallen, wenn ich's bin. Claudette kommt in meine Richtung. Da sind Ratten dran. Ey, kommst du jetzt mal, oder? Die ist da hinten. Danke. Hey, ich dachte, die halten mich, Menschen. Hey, hier weg. So. Was hat er die von Terror-Rotius? Ja, komm. Ich hätte sowieso nicht wegrennen können. Meine Falle geht doch gleich hoch. Ach, Manu. Aber ist okay. Weiter. Oh nein, oh nein. Oh, ist nicht dein Ernst. No. Das war's für mich, das war's für mich. Und tot. Na, komm. Mann, oh. Weil die blöde Kuh hinter mir war. Oh, das dauert mir zu lange, hm? Na, wir gucken mal. Warum hat Sarina so schnell ihren
Rücken losgekriegt. Meine Güte. Das ist nervig. Was denn nun? Horde in der andere Richtung geguckt. Naja, wenigstens was. Das war ja dumm. Das war ja noch schlimmer. Na gut. Also, ich denke mal, wir wissen, wie es ausgeht. Da brauche ich ja nicht weiter gucken. Außer es kann noch jemand vom Haken springen. Die hat es, glaube ich, probiert. Die probiert es noch nicht immer. Na gut. Also, ihr Lieben. Das war eine Kackrunde, aber es ist nicht zu ändern. Es ist einfach nicht zu ändern. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight Survivor. Bis dahin. Ciao.